Herzlich willkommen zur neuen Folge der Karte in Thüringen. Hier ist auch noch ein Holz ein. Hoffen wir heute noch was schaffen. Versuchen wir unser Glück hier, wo das ungünstig liegt. Jetzt haben wir nur noch lange, denke ich mal. Ja, da können wir es umstellen. Auch nach vorne. Das werden wir trotzdem mal gleich abladen wieder. Und wieder aufladen. Dann liegen die ein bisschen länger. Länger ein bisschen besser. Wenn wir hinten nämlich schleifen, sind wir ungünstig. Schauen wir nochmal alles schön aufgeladen bekommen. Ist ein bisschen schwieriger, weil es ein bisschen steiler. Aber er zieht er hoch, aber wie gesagt, er rutscht ja wieder weg, ne? Aber notfalls werden wir das nochmal abladen. Und wieder aufladen. Das ist mal wichtig, wie überhaupt. Ja, werden wir gleich abladen wieder. Weil durch die Bäume, die da hinten drauf liegen, blockiert er entsprechend. War kräftig. Gut, geht auch bergauf. Bewegt sich kaum, aber bewegt sich etwas. Rückwärts geht's. Aber vorwärts rum. Mal die beiden gleich mitnehmen. Ja, so einsam rumliegen, ne? Also sollten wir mal Wald aufforsten. Ich denke mal, wir haben genug Platz, da können wir so eine Flächen ignorieren. Ja, der will nicht. Warum will er nicht? Ja, stopp. Start. Start. Mama ist verhext, ne? Auf die andere Seite genommen wieder. Nö. Will nicht. Ah, bleibt mal liegen. Mama ist verfolgt, dann geht man los. So, jetzt mal rechts versuchen. Wäre Tatarle wird besser gewesen. Vielleicht. Das will nicht. Dann nicht. Hier ist es gefährlich. Traue mir nicht herumzufahren. Schauen wir mal, wie es geht. Ja, hier funktioniert.
wollen noch einen haben, da oben. Nur nicht festfahren. Spares und Tats. Das ist ungünstig. Aber wir können mal, ja. Geht beides nicht mehr, rückwärts wie vorwärts. So. Wir geben einen leichten Schubs. Dass er ein bisschen anders hinrutscht. Ach, deswegen. Ah, alles klar. Da sind erste Körner. Wo ist er? Mit erster geht's nicht. Alles klar. Er kommt da. Wir wissen den Grund. Hat der Vollernter nicht sauber gearbeitet. Das hat der LKW so anders. Ja. Schreiben wir hier ein. So, mal gucken. Haben wir noch da noch ein bisschen Holz? Da noch ein bisschen. Einmal noch fahren. Schauen wir mal, dass wir hier gut rankommen und sich anhängen lässt. Lässt er nicht. Gut, haben wir Glück gehabt. Dann hätten wir auch lange probieren können, ne? Aufladen. Also mit Holz kriegt kein Auto. Also wenn noch Äste dran sind, dann funktioniert das einfach nicht. Ja, die beiden da oben wird schwierig. Dann nehmen wir die unten Beine mal weg. Besser. Weil da werden wir auch ganz kurz wieder aufladen, abladen. Dann liegen sie nicht besser. Gut, mal die Gurte wegnehmen. Dann durch das Bremsen verrutschen sie mal leicht. Und fallen nach vorne. Da ist ein Lange dabei. Ja, da werden wir mal ganz kurz die Motorsäge ansetzen, ne? Wenn wir da hinkommen. Wie wir sportlich sind, ja, na. Wir sind sportlich. Bisschen selbstmörderisch, ne? Ja, genau. Aber ich stelle mal fest, er ist ziemlich voll und wird ganz schlecht so dahin kommen. Also wir fahren ihn nochmal oder wir laden ihn vorne ab. Ob wir da ein Stück Holz verlieren? Na, das macht nichts. Und bleibt da liegen. Wie sie das schon mal
von der Zeit 15 ist ganz gut. Dann können wir sagen, wir beginnen dann mit der Ernte. Morgen, wenn du morgen entsprechend reif ist, soll man das dazu sagen. Wenn nicht reif wird, dann haben wir echt ein Problem. Ja, Problem aber nicht, aber wenn wir halt was anderes suchen, was wir machen können, ne? Sinnvolles. Rein vorspulen, also auch am Tage wäre ein bisschen. Ja, man muss ein bisschen Geld verdienen, nutzt ja auch nichts, ne? Da wir keine Tiere haben, können wir keine anderweitigen Arbeiten durchführen. Wiesen haben wir auch keine. Das könnten wir mit dem Gras mähen. Könnten wir auch heute. Aber wir keine Wiesen haben und eine kleine Wiese könnte ich jetzt kaufen. Finde ich jetzt ein bisschen unsinnig. Ja, genau. Einstellen wollte ich nicht. Wollte eigentlich verkaufen. Ja, ein bisschen Kleingeld dazu verdient. Er war nicht so richtig voll, aber da ja die nächste Ladung noch ein bisschen mehr gelegt. Ich hätte es nicht raufgekriegt, sagen wir so. Vor allen Dingen bergauf. Das wäre nichts geworden. Und so haben wir das hier auch sicher ohne Umfallen erledigt. Dann bergauf schwierig. Dann müssen wir noch schauen und beeilen, dass wir das im Hell noch aufgeladen bekommen. Wir müssen noch einmal ein Fahrzeug hinfahren zum dem blauen Anhänger in der Überführung. Wir werden auch von oben ranfahren oder von unten? Von oben, ne? Aber nicht festfahren, bitte. Bitte nicht festfahren. So, mal schauen wir mal. Das ist ein bisschen selbstmörderisch, einmal so, ne? Ganz vorsichtig ausgedrückt. Also ich persönlich würde das so in reellem Leben nicht machen. Würde ich keinen empfehlen. Ist ja keine Bergziege, ne? Und selbst wenn. So, wir müssen mal ganz kurz die Seite wechseln. So, jetzt 1, 2, 3. Wir nehmen mal rechts. Wir werden mal links nehmen, so scharf wir gleich einlenken können. So, die einen noch und die anderen beiden noch. Dann haben wir alles Holz weg. Ich habe jetzt nicht gerechnet, wie viel das gesamt verdient haben. Aber denkt mal, ganz gut haben wir hier verdient. Nicht für einer so blöd, dass wir wieder abladen müssen. Machen wir auch gleich. Und der Balken, dem ist, gut. Kommt vorher runter. So, mehr Holz haben wir nicht mehr. Jedenfalls nicht zu sehen. Wald erledigt. Hat er noch ein Stückchen. Ah, da lasse ich liegen, scheiße. Bringt sowieso nichts. Da kommen wir nicht hoch. Aber wie gesagt, das ist. Gut, dass ich schlechte Auffahrt, ne? Hätte ich auch die andere Auffahrt nehmen können. Weiter vorne, wo es nicht ganz so extrem hoch ist. Schnell verkaufen. Und da können wir auf Geschwindigkeit erhöhen. Beziehungsweise ich muss ja noch eher mal hinfahren und den Überlade, den LKW zur Überfahrt einstellen. Den Kurs haben wir ja.
gespeichert normalerweise. Hoffe, dass morgen gleich trocken ist. Dann müssen wir noch eine Kiste Bier bringen, Mensch. Für die Cosplay-Fahrer, die wollen ja alle Durst. So. Letzte Holz heute und für nächste Zeit. Hoffe ich jedenfalls. Alles verkauft? Die waren fleißig. Also der Holz hat uns viel Geld gebracht. Können wir ein Stück weiter verkaufen. Rein theoretisch ist möglich. So, jetzt fahren wir das entsprechende Gespann zum Hof und nehmen das nächste Gespann und fahren zum Feld Nummer 48, um speichern oder laden den Kurs mit der Führung Feld Nummer 48, 49 zum Hof Silo. Na, die Bäume schon Kollision haben, ich glaube schon. Normalerweise ein LKW würde abbrechen. Jo, Viertel 10. Die halt trocken ist. Sieht so aus, ne? Schade, dass man auf dem, naja, hier auf dem, unseren hier Beton hier oder hier, was wir Material haben, das nicht so erkennen kann. Regen ist oder so, oder Matsch auf dem Feld oder so. Das wäre das nächste Erweiterung. So, jetzt haben wir zwei E5000. Fahren wir den zum entsprechenden Kursbeginnpunkt Richtung 48, 49. Und so langsam kommt die Nacht, ne? Man kann auch die Drescher noch entsprechend alles aufbauen, Steinwerke anbauen und so, das kann man alles machen noch. Mal auf und wieder zwei Fahrzeuge nehmen. Ich weiß, wieso das immer springt. Irgendwas ist das immer. Was sich ändert. Weiß aber nicht was. Ist auch egal. Jetzt fahren wir Richtung, wie gesagt, Feld Nummer 48, 49. Brauchen wir die beiden Fahrzeuge, die nicht blockieren nachher. Deswegen habe ich die anderen ja auch abseits zum Beladen gemacht. Sonst hätte ich auch ganz gerne auf der Straße das gemacht, aber es bot sich eh gut an wegen der Wendung, dass er wenden kann. Ne? Meines von LKW, der hier rechts steht. So, jetzt können wir auf die Geschwindigkeit erhöhen, nachts überspulen. Da wir ja nicht mehr schlafen. Und wir werden auch nur warten, ne? Also wir werden noch nichts weiter tun. Wir sind ja durch. Der Kurs werden wir noch programmieren. Beziehungsweise laden. Das müsste hier vorne beginnen normalerweise. Das heißt, laden am Startpunkt. Überführung. Da wollen wir zweimal 64 hoch, das ist gut. Was habe ich da programmiert?
Da haben wir es auch. Achso, ich kann hinten, na gut. So, jetzt können wir das entsprechende Stück erhöhen, weil auf Maximum was geht. Das war ja ein bisschen blöd von der Zeit her, aber wir sind mit der Arbeit durch. Wir könnten noch die Drescher vorbereiten. Aber wir können noch nicht anlassen. Wir werden noch die Drescher entsprechend aufklappen. Ich meine, das wird nur noch eine Weile dauern, bis trocken ist. Also nehmen wir erst den anderen Drescher, weil der nämlich, ja, der hat ja schon die dran, ne? Beim nächsten Mal in der Welt entsprechend ändern. Zinsen, Betriebskosten, Gebäude. So. Bisschen schwierig zu fahren, wenn man nicht sehen kann, ne? Weil die müssen nämlich rumfahren. Da müssen wir hin. So, einklappen, ob wir das nicht sehen können. Nehmen wir gleich einen zweiten. Steigen ein. So, klappen wir aus. Oder abhängen. Das ist übrigens schon reif, aber es regnet. Da habe ich noch ein bisschen Messerslicht. Oder von Nachbardrescher. So. Klappen wir gleich wieder ein. Der Regen hat aufgehört. Aber garantiert auch schon nass. Wir werden mal schauen. Das wird noch nicht gehen. Weil das Symbol rechts in den Wolken muss weg sein. Kalk. Wo steht der da? Ach, der ist noch voll. Das ist schlecht. Habe ich nicht gesehen. Das ist ganz schlecht. Wir können ja auch abladen, ne? Ja, laden wir ab. Aber hier ist blöd. Da fahren wir auf dem Nachbarfeld, da ist die Sonnenblumen, die werden gerade reif. Oder sind eine besten Blüte. Oder sind doch schon reif? So, wir haben jetzt Tag, wir können wieder auf normal gehen. Auf 1. War das sehr, sehr extrem. So. Wir werden mal da vorne abladen, das ist besser. Hier werden wir stellt er nämlich nicht garantiert ins Feld rein. Jetzt haben wir doch drei Felder neben uns, aber ach hey, naja gut, okay. Speicherte wieder. So, liebe Freunde der Landwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Oh, sieht gut aus.